Also wir fangen mal an. Mir gegenüber steht Herr Hagen. Der ist noch richtig gelernter Filmvorführer, stimmt das? Ja, also ich bin jetzt seit 41 Jahren in der Kinobranche. Das heißt, Sie waren, als ich 62, 63 hier war, noch nicht da? Nee, also Roxy Kino ist Pfingsten 87 bis Oktober 99. Okay, aber es ist trotzdem eine lange Zeit, 41 Jahre, ne? Ja, sicher. Ja, ich bin ein gelernter Bauzeichner, Architektur, Hochbau. Und im zweiten Lehrjahr habe ich aus dem Dorf, wo ich stamme, dann im Kino, ich bin mit 15 das erste Mal ins Kino gegangen. Mhm. Und da habe mich dann eigentlich die ganze Sache ein bisschen fasziniert. Ja. Und dann durfte ich eigentlich dann mal in den Vorführraum, da wo wir jetzt stehen. Ja, also ich bin das erste Mal übrigens da, das zweite Mal. In die geheiligten Räume. Ja. Und das hat mich dann fasziniert, dass ich dann eigentlich jedes Wochenende dort war, weil auf dem Dorf haben wir nur am Wochenende gespielt. Und nach der Lehrzeit bin ich dann eigentlich professionell eingestiegen. Klasse. Als ich damals das erste Mal ins Kino bin mit 6 Jahren, das war irgendwann, Gott, auch 62, da sind wir aufgewachsen mit Karl May, später mit Bud Spencer. Mit was haben Sie ja dann angefangen mit 15? Welche Filme kamen damals? Also, wie gesagt, 1975, das ist genau im Monat, weiß ich gar nicht mehr, jetzt ganz alles an, das ist ein bisschen verschwommen und so weiter, aber es war, also prägnant aus diesem Jahr ist natürlich der Weiße Hai, Steven Spielbergs größter Film, der wo, weil damals war es ja noch so, dass die Filme mindestens ein halbes Jahr später, wenn sogar ein Jahr später, erst in die deutschen Kinos kamen und in die europäischen Kinos. Es ist nicht mehr so wie heute, dass eine Welturaufführung gibt oder ganz selten. Ja. Und daher ist das so mein erster Film gewesen, an den ich mich erinnern konnte. Ja, und natürlich dann 77, der große Umbruch, dann George Lucas, Star Wars Episode 4, der erste Dolby Stereo 4.0 Surround-Film in die Kinos und so. Gell? Mhm. Und das sind so die Anfangs. Wobei in den 70er Jahren, wo ich jetzt vorgeführt habe, da waren eigentlich viele Wiederaufführungen. Also da hat man dann schon einmal, ich kann mich noch an Western erinnern, Kirk Douglas und Short Wayne, die Gewaltigen. Der wo von 1968 war er und den habe ich dann 75 oder 76 nochmal Wiederaufführung vorgeführt. Das war damals dann schon ein bisschen gang und gäbe. Heutzutage musste da möglicherweise in ein Filmkunsttheater, aber was früher kommerziell war, ist eigentlich aus den Kinos verschwunden. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist Der Exorzist. Das war damals auch, ne? Genau, richtig. Der Exorzist war kurz vor mir. Der Exorzist ist von 1973. Ja. Und ich glaube, er kam 1974 in die deutschen Kinos. Also das habe ich im Prinzip verpasst. Allerdings, klar, ist natürlich einer von denen Kassenschlager gewesen, die natürlich dann schon eingeschlagen haben. Dann kam Rambo. Ja, Rambo war dann allerdings schon die 80er Jahre. Ja, genau. 1982 und so weiter, gell, Sylvester Stallone und so weiter. Die 80er Jahre haben eigentlich in der Kinobranche nicht allzu viel für Furore gesorgt. Also da war das Fernsehen doch sehr dominant und so weiter. Ja. Die 80er Jahre haben auch sehr groß die Cinemascope-Filme vermissen lassen und so weiter. Da kamen dann die Privaten kamen auf mit ihren Spielfilmen. Ne? Das ist eben das auch, das kam alles. Also es war schon ein bisschen schwere Zeit und so weiter. Viele wissen ja gar nicht, dass 1984, 85 ging ja noch das Fernsehen, war ja abends zu Ende. Ja, klar, logisch. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, gegen 87 an den Start. Ich glaube, die hatten jetzt ihr 30-Jähriges oder ungefähr, ich weiß nicht genau. Ja, so ungefähr. Also das ist, es war ein grundsätzlicher Wandel, weil 1986 war ja auch das erste Jahr mit der CD. Richtig, ja. Genau. Und da ging natürlich auch einiges natürlich in eine andere Richtung und so weiter. Ja. Die Maschinen. Also die Maschinen, Bauer ist bekannt. Ja, also die Bauer, die muss jetzt hier sind, das ist im Prinzip jetzt eine sogenannte Zwillingsmaschine, die Bauer B8, das sind die 12, Entschuldigung, dass ich das Zwilling A ist nicht, falls eine kaputt geht, sondern Bauer, fliegender Wechsel. Genau, das ist der Bauer B11. Nee, fliegender Wechsel hat damit nichts zu tun. Okay, also Zwillingsmaschinen bedeutet, dass ich einmal von der rechten Seite, für mein Licht, und dann hier auf der linken Seite. Aber nicht den gleichen Film, oder? Ja. Echt? Nee, aber schon die gleichen Filme. Also das heißt, also früher ist ja so, die Filme selber kommen ja nach wie vor noch auf Kleinrollen. Das heißt, es ist im Prinzip jetzt diese Größenordnung. Ach so, also ein Film hat wie viele Rollen dann? Das kommt jetzt drauf an. Auf so eine Rolle passen 600 Meter. 600 Meter ist gleich 20 Minuten. Okay. Ja? So, und im Normalfall bei einem 90-Minuten-Film hast du 5 Rollen.
Das ist interessant, plötzlich so einen Rambo-Film dann in Meter umzurechnen. Ja, wobei ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Meterzahl, mit der habe ich mich immer sehr schwer getan. Ja, ich höre es das erste Mal jetzt. Ja, aber das ist so eine Basis. Ja, aber okay. Als dann später das Filmmaterial verschwunden ist und ist dann Polyester gekommen, was wesentlich dünner war, da passte dann auf eine Rolle dann ein bisschen mehr Film. Okay. Also musste dann auch wieder umrechnen. Sie haben auf jeden Fall aufpassen müssen, dass Sie nicht die Rollen durcheinander bringen, ne? Ja gut, sagen wir mal so, wenn ich den Film richtig bekommen habe, dass der dritte Akt auch im dritten Karton war, dann hat es auch wunderbar funktioniert und so weiter. Ja, also mir ist nichts bekannt, dass einer mal die falschen Rollen... Doch, mir schon. Echt? Also doch. Also wir haben, als in Würzburg der erste Hafensommer stattgefunden hat, ich weiß nicht, vor 7 oder 8 Jahren oder wann das war, ist die Stadt Würzburg auf uns zugekommen und hat gesagt, ob wir Open Air gehen und mitmachen wollen. Und der allererste Film war dann ein älterer Film, der war eigentlich schon im Kino durch war und so weiter. Und der kam wirklich so an, dass die Rollen vertauscht in den Aktschachtern waren. Und meine Vorführer damals, die wo den Film dann aufgebaut haben, die haben sich natürlich ganz klar nach der Nummer gerichtet und so weiter. Ja. Logisch, selbst ich würde mich schwer tun, wenn ich einen Film nicht jetzt auswendig kenne, also wie jetzt, was weiß ich, Rocky oder Picture Show oder Spiel mal das Lied vom Tod, das sind halt so Filme, die wo ich erkennen würde, welche Reihenfolge das ist. Aber ansonsten tut man sich schwer und klar, dann habe ich den Film natürlich wirr durcheinander gezeigt. Und der dritte Akt war dann, glaube ich, der letzte Akt, wo dann plötzlich die Endkredits gekommen sind. Hat es einer gemerkt wenigstens? Oder? Ja, klar, die Leute haben getoppt vor Lachen und so weiter. Sie haben es mit Humor genommen. Na, also ist doch klasse, ne? Weil ich war dann dort, ich habe es den Leuten dann erklärt, da habe ich gesagt, Leute, sagt mir der PS, aber den, so wird es ja hier kurz erklärt, warum und wieso und dann, klar, also wer im Kino ist und sich hier bisschen auskennt, der hat dafür Verständnis und vor allem ist es so, wenn einer weiß, dass Kino nicht aus DVD besteht, ja, dann ist das alles andere dann schon im Prinzip dann schon okay und so weiter. Okay. Das heißt, Sie mussten immer gucken, dass das, oder das ist dann synchronisiert, wenn der erste Teil zu Ende ist, fängt nahtlos der zweite Teil an? Ja, es ist so, es gibt der Fernsehzuschauer oder der Kinozuschauer hat mit Sicherheit schon irgendwann einmal, wenn ein Film angeschaut hat, rechts oben im Eck entweder mal einen Kreis gesehen oder ein Dreieck oder ein Quadrat. Das sehe ich nur beim Fernseher. RTL oder Sat. Ja, genau, richtig. Also es gibt aber heutzutage in dem Sinne jetzt nicht mehr, weil ja die 35mm Filme ja so gut wie verschwunden sind. Und das war im Prinzip für mich dann das Zeichen, dass ich den Projektor starten muss, okay, beim ersten Zeichen. Und beim zweiten Zeichen muss ich dann überblenden. Okay. Und das heißt, es war eine Überblendung? Es war eine Überblendung. Im Prinzip für den Zuschauer war es nichts weiter als ein Szenenwechsel. Ah, okay. Ja? Also es war dann schon, ich würde vielleicht sagen, für eine Zehntelsekunde der Ton weg, weil dann der eine Lichtkegel dann übergesprungen ist auf die andere Maschine. Aber durch den Szenenwechsel ist es etwas gewesen, okay, wo man heute im Prinzip so gut wie nicht merkt und so weiter. Das Wichtigste für den Vorführer war, dass er das Startband in der richtigen Stelle eingelegt hat und vor allem, dass er kein Halbbild produziert hat. Mhm. Denn ein Filmbild besteht ja aus 4 Perforationslöchern. Das heißt also, ich kann den Film einlegen, ein Viertelbild, ein Halbbild, ein Dreiviertelbild und 4 Viertelbild. Und 4 Viertel ist dann richtig sozusagen. Ja? Auf jeden Fall haben Sie uns immer so lange warten lassen, bis der Hauptfilm angefangen hat. Ne? Da haben Sie erst noch die Werbung spielen müssen. Dann kam noch Langnese Eiscreme. Ne? Ja, früher war es in dem Sinn interessant, da Langnese Marktführer war. Und Langnese sich finanziell sich leisten konnte, sehr, sehr gute Werbefilme zu drehen und so weiter, gell? Und wir regelmäßig neue bekommen. Und das war dann schon ein Reiz und so weiter. Vor allem haben dann die Zuschauer gewusst, wenn der Eisfilm kommt, dann ist danach Schluss und danach beginnt der Hauptfilm und so weiter. Ja, wir saßen immer drin und haben gewartet, wann fängt der Herr Hagen jetzt endlich an, den Hauptfilm zu spielen. Ne? Ja gut, ich meine, aber da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf gehabt und so weiter, weil die Werbung, es ist ja so, als Vorführer bist du ja verpflichtet, die Schnürregeln einzuhalten. Und das heißt, ich habe damals dann die Vorgaben bekommen, was ich an Werbefilmen zeigen muss, die wo ich ja dann bekommen habe und so. Und die musste ja zeigen, also ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ich lasse sie weg und so weiter. Das geht und wo waren dann die Werbefilme, erst auf dem linken oder auf dem rechten? Nee, also es ist so, der Film war da meistens immer auf so einer kleinen Rolle.
Ja. Und ich habe dann später immer den Film, auch welche Rolle kann ich nicht sehen. Vollkommen egal. Also, weil später ist ja dann die Telleranlage dazugekommen, wo ich dann den Film also sozusagen in einem Stück gespielt habe. Oder hier oben sind dann die großen Rollen. Das heißt also, das ist jetzt eine sogenannte 1800 Meter Spule, wo dann im Prinzip jetzt drei Einzelakte raufgehen. Und ich habe meistens immer so vorgeführt, dass ich eigentlich nur zwei Rollen gehabt habe. Das heißt also, hier habe ich dann im Prinzip dann meine Rolle reingetan und habe die dann im Prinzip zugebaut. Also das heißt, das war alles so nicht vorgesehen. Hat es mal Bandsalat gegeben irgendwann? Ja. Meistens immer beim Zurückspulen, weil dann der Nachteil bei dieser Variante ist, wenn man jetzt den Film runterspult, wird er hier aufgespult und dann ist er auf Ende. Und damit muss ich ihn wieder zurückspulen. Und wenn man da nicht Obacht gibt, dann... Was war das Verrückteste, was Sie so erlebt haben hier beim Abspielen? Das Verrückteste ist mir passiert in meiner ersten Station als Fünferführer, das war 1978 in Nürnberg. Jetzt können Sie mal beichten. Ja, ne? Ja, beichten, ja. Also ja. Man macht das Vorführer immer wieder Fehler. Aber das Brutalste, was ich erlebt habe, das war 1978 in Nürnberg, als ich dann meine erste Station gehabt habe. Und da hatten wir in Wiederaufführung Bud Spencer und Terence Hill, zwei Himmel und die auf dem Weg zur Hölle von 1972. Kenne ich gut. So, genau. Und das war die schlimmste und schlechteste Filmkopie, die ich je in meinen Händen hatte. Echt? Das heißt, der Film, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hatte ungefähr 160 Klebestellen, wo mindestens 150 Klebestellen davon so schlecht waren, dass mir der Film ständig gerissen hat. Aber Sie konnten ja nichts dazu, ne? Nein, ich konnte nichts dafür, nur ich musste ja dann im Prinzip reagieren und die Reaktion war dann, dass ich im Prinzip nach dem ersten Spieltag, das war damals noch der Freitag, war der erste Spieltag für, dass ich dann vom Freitag auf Samstag nachts im Prinzip ein paar Stunden Nachtarbeit hingehängt habe und habe jede einzelne Klebestelle überprüft und neu geklebt. Ich meine, Ihr Raum ist ja vermutlich auch hermetisch abgeriegelt für alle Fälle, falls Ärger gibt, dass Sie sich einsperren können, ne? Wenn der Unmut der Kinogänger... Nein, also das war eigentlich noch nie der Fall. Also das heißt, also früher nicht. Also früher, da sind natürlich rausgekommen, die waren dann schon mal vielleicht verärgert worden, weil irgendwas nicht funktioniert hat, aber dann haben wir das erklärt. Heutzutage ist die Aggressivität der Kinogäste wesentlich höher. Echt? Also wenn da sich einer beschwert, dann ist er sofort entweder auf Facebook oder bei uns auf der Website und da wird dann gleich der Unmut ausgelassen und das ist dann etwas da, ja, ich meine, das ist halt einfach der Zahn der Zeit und so weiter und da muss man halt auch diplomatisch sein und dementsprechend halt eine vernünftige Antwort geben oder denen die Sachen erklären, denn es ist so, wir leben ja im digitalen Zeitalter und selbst da können Fehler passieren. Also, und außerdem, Sie sind ja Träger eines schwarzen Kopfbands. Kann ja nichts passieren. Nein, das hat jetzt damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, weil ich bin vor 3 Jahren an Krebs erkrankt. Und das ich habe nur ein paar Nachwirkungen aufgrund meiner Krankheit. Ja. Soll ich das rausschneiden? Nein, ich habe damit keine Probleme. Ja, es war halt ein Scherz. Nein, alles gut. Hätte ja sein können, Sie haben das, damit Sie nicht irgendwo an die Filmvorführgeräte anstoßen. So Nein. Ich hab genügend oft bin ich da angestoßen, das ist kein Problem. Okay. Aber normalerweise im Großen und Ganzen haben wir seine Räume sowieso im Griff. Okay. Haben Sie das hier auch, wissen Sie, ich habe jetzt heute immer wieder, wenn ich jetzt rumgehe, sehe ich halt immer wieder, wo irgendwo meine Handschrift ist und so weiter. Da, ich glaube hier. Ja, zeigen Sie mal. Das da zum Beispiel, das ist noch meine Handschrift und das hängt seit 1998. Klasse. Also das ist immer wieder. Ich habe Herrn Schmidt mal gefragt, was so ein Bauer auf Spielgerät kostet. Ich habe mal 100.000 Mark geschätzt. Nein. So teuer war es nicht. Also diese Maschinen, das ist also, wie gesagt, eine Bauer B12 Links-Rechts-Maschine, eine sogenannte Zwillingsmaschine. Und Bauer war ansässig in Untertürkheim bei Stuttgart. Mhm. Und die Maschinen sind in den 50er Jahren produziert worden. Okay. So, und die Maschinen, die laufen auch heute noch, wobei jetzt im Moment würde ich nicht darauf hin und vorführen, weil sie teilweise ein bisschen verölt sind. Die müsste jetzt erstmal wieder restauriert werden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, pro Vorführraum eine Maschine wieder zu restaurieren. Dann aber eigentlich unkaputtbar, ne? Deutsche Wertarbeit. Genau, sobald sie hier regelmäßig einen Ölwechsel machen, oder das halt das Getriebe mit Öl läuft,
gar nichts. Also so ein Ding hat auch ein Getriebe, das ist ja klasse. Ja. Nee, du hast da drin im Prinzip die Verzahnung, die Umwälzung und so weiter. Achso, ich habe schon gedacht, Sie haben ein Schaltgetriebe mit 6 Gängen oder so. Nein, langsam, nein, schnell. Nein, ich habe auch nichts mehr mit der Kurbel, sondern früher die Charlie Chaplin für mich gedreht hat. Also das, nee. Ach, da mussten die Vorführer noch richtig mit Muskelkraft. Ja, sagen wir mal so, die Filme sind damals ja mit Handkurbel gedreht worden und die ersten Vorführgeräte, soweit ich weiß, auch und so weiter, damit man auf die Geschwindigkeit kommt. So, denn wissen Sie, die Geschwindigkeit im Kino ist ja 24 Bilder pro Sekunde, also 24 Frames. Und bis zur Einführung des Tonfilms waren das 18 Bilder in der Sekunde. Mhm. Das hat man aber gar nicht gemerkt. Ja gut, man hat es schon gemerkt. Nee, Sie merken es, wenn Sie heute sich die alten Dick und Doof-Filme anschauen, die alten Charlie Chaplin-Filme aus der Stummfilmzeit oder die kleinen Sträuche zum Beispiel, ja, aus den 20er Jahren, weil diese Personen immer schneller laufen. Hm? Ja, okay. Weil die Filme mit 18 Bildern okay pro Sekunde gedreht wurden, mit 24 zeigt man sie. Das Fortlaufen, also das ist der Grund. Ist schnell. Ja. So, aber man hat es beibelassen, weil das einen gewissen komischen Effekt ergibt und so weiter. Mhm. Daher hat man das eigentlich nicht verändert. Also meine Fernsehzuschauerkarriere hat begonnen mit Als die Bilder laufen lernten. Das war immer eine schöne Sendung abends, ja, ne? Ja. Haben wir gern gesehen. Ja, genau, also kenne ich halt ins andere und so weiter. Mhm. Also das schon so. Ja. Klasse. Herr Hagen, was gibt es sonst noch? Ja, sollen wir machen. Ja, gut, wenn wir jetzt speziell aufs Roxy gehen, ja, ist natürlich jetzt so, gar. Ich meine, ich war letztes Jahr, vor einem Jahr war ich da, weil die U-Finale hier stattgefunden hat. Da haben wir 4 Tage lang auch wieder Filme vorgeführt. Das Jugendzentrum in Würzburg da, ich habe da eine ehemalige Kollegin von mir gehabt und so weiter und die hat gesagt, Mensch, wäre toll, wenn wir im Roxy Kino unsere Vorführung machen könnten, und habe ich das ein bisschen angeleiert, weil ich den Hasian sehr gut kenne und das hat dann auch funktioniert und so weiter, gell? Und klar, da kommen wir wieder rein und dann sieht man natürlich wieder seinen alten Arbeitsplatz und ja, schon, also ich habe das... Setzt Emotionen frei. Ja, auf jeden Fall, also ich habe das Glück gehabt, ich konnte aus einem Hobby konnte ich einen Beruf machen, mhm, und wie gesagt, ich mache jetzt das seit 41 Jahren und man hängt da drin. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt mache nur wegen Geld, auf gar keinen Fall, sondern da hängt schon Leidenschaft drin und... Weil es hat sich sowieso jetzt einiges geändert die letzten Jahre. Man hat ja gesehen, 1999 kam ja George Lucas Star Wars Episode 1 in die Kinos. Mhm. Und da hat ja George Lucas den Film schon komplett in digital gedreht. Mhm. Aber in den Kinos selber waren noch keine digitalen Maschinen. Das heißt, also die mussten dann wieder rückkopiert werden auf analog 35 mm, also was das Bild betrifft. Und dann hat es immer noch 10 Jahre gedauert, also bis 2009, bis dann definitiv man gesagt hat, so jetzt existieren Maschinen, die weltweit in den Kinos installiert werden können, um digital vorzuführen. Okay, dürfen wir mal ganz kurz da durchspritzen. Sie sehen jetzt praktisch hier durch diesen... Ja, also es ist so, ich konnte jetzt, wo es jetzt die kurzfristigen Vorführungen von Vorführung aus hier nicht machen, ich habe sogar hier jetzt nochmal ein neues Podest gebaut, aber den Beamer, mit dem ich jetzt hier arbeite, der... Ach, das ist ein Beamer im Grunde genommen. Ich konnte ihn nicht anders vorführen, das geht sowieso nicht, aber das Problem war nicht der Beamer, sondern das Problem war, dass ich vom Vorführraum aus nicht vorführen konnte, weil der Beamer selber nicht die exakte Brennweite hatte für die Entfernung und der Größe der Leinwand. Mir ist es jetzt gerade erst klar geworden, dass ja eigentlich die beiden Zwillingsmaschinen gar nicht laufen. Ne? Genau. Und trotzdem läuft viel. Genau. Ja, ich habe sowieso ein bisschen Probleme gehabt. Da muss man erst mal drauf kommen. Ich wollte das so einfach wie möglich machen, weil der Vorstand hat schon gemeint, gern 35 mm, aber aus zwei Gründen habe ich dann von meiner Erfahrung her gesagt hat, nein, erstens mal, weil die Maschinen 10 Jahre nicht in Betrieb waren, mhm, und die können zuerst mal generell überholt, okay, und da haben einfach die Zeit gefilmt. Und zweitens, die Filme, die wo hier gezeigt werden, das sind keine kommerziellen Filme. Okay. Ja, also gut, Bertoluccis Filme, jetzt der Himmel über der Wüste, das ist der einzige, aber alle anderen sind jetzt mehr dann schon eher in Richtung Filmkunst, weil ein Dokumentarfilm ist auch mit dabei. Und daher hätte ich sowieso keine Chance gehabt, den Film auf 35 mm zu bekommen. Okay. Also wäre die Alternative dann im Prinzip hätte sowieso nur Blu-ray gewesen und Beamer. Okay, das heißt, Sie können die Maschinen auch selber restaurieren?
Ja, sagen wir mal so, ich bin kein Techniker, also muss ich ganz klar sagen, ich bin Fünferführer und ich habe mir natürlich über all die Jahre und Jahrzehnte natürlich schon Wissen angeeignet, wo ich dann irgendwann einmal dann Ende ist. Klar? Also ich kann jetzt die Maschine kann ich in der komplett zerlegen und ballen wieder zusammen und dann läuft sie. Das schaffe ich jetzt kein Problem. Für mich ist, wenn ich von Restauration spreche, dass die Maschine sauber ist. Also das heißt, die Rollen müssen laufen, die Funktionen müssen sein, Ölwechsel muss gemacht sein und so weiter. Also einfach die Sauberkeit, weil ein Film, der wo durchläuft und so weiter, gell, der hinterlässt ja dann Spuren. Mhm. Und wenn die Maschine vorher schon dreckig ist, dann mache ich somit die Filmkopie kaputt. Okay. Und wenn wir dann später irgendwann mal aus dem Film-Bundesarchiv irgendwie eine Archivkopie bekomme, dann kann ich mir das nicht erlauben. Also das geht nicht und so weiter. Bei dem Thema, muss ich ja vorsichtig sein. Bei dem Thema Filme fällt mir immer der Name Leo Kirch ein. Der ist ja aus Fahr. Ja. Genau, er hat ja sehr viele solche Filme besessen auch, ne? Hat sich aufgekauft. Ja, schon, aber sagen wir mal so, ich kenne eigentlich einen Leo Kirch nur durchs Fernsehen, durch Privatfernsehen. Aber die Päckchen kamen immer von ihm, ne? Nein. Also es ist ja so, man muss das differenzieren. Das heißt also, Filme, die in Deutschland in die Kinos kommen, sind schwerpunktmäßig kommen die aus Amerika, also sprich Hollywood. Okay, aber Sie haben die immer zugeschickt bekommen und mussten die irgendwann wieder abgeben? Aber vom Verleih. Also vom Verleih, ja, okay. Genau. Das heißt also, wenn zum Beispiel jetzt, was weiß ich, nehmen wir zum Beispiel Ben Hur. Ja, so. Ben Hur ist eine MGM, Metro Goldwyn Mayer Produktion von 1959 und so weiter. Mhm. So, und wenn der zum Beispiel jetzt hier in die Kinos kommt, dann kriege ich auch den Film von MGM. Mussten Sie dann warten, bis Sie den gekriegt haben, oder waren da so viele im Umlauf? Nein, also ist so, der Herr Gahler, das war also derjenige, der eigentlich das Roxy 1956 gekauft hat und unter dem ich auch gearbeitet habe. Und der hat immer eigentlich schon den Status gehabt, ein sehr guter Geschäftsmann zu sein und hat auch immer zum Start seine Filme gehabt. Okay. Also am Anfang war es nur ein Kino und dann später ist er dann das Roxy 2 dazu gekommen. Das heißt, das Roxy 2 selber war ja früher eine Kneipe, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Nein. Und so weiter. Also das ist mir auch nur gesagt worden, das kenne ich nicht. Und dann muss aber anscheinend der Pachtvertrag ausgelaufen sein und dann hat Herr Gahler gemeint, ja, komm, bau ihr Kino rein und so weiter. Gell. Und der große Umbruch war ja dann 1989, das heißt, ich habe 87 angefangen und 89 haben wir dann das Kino 1 restauriert, wo dann auch die Säulen zum Vorschein gekommen sind, also die Träger dieses Hauses. Eine der Säulen steht da, ist unter anderem im Foyer. Und dann ist 91 Roxy 2 nochmal in der Restauration gekommen und 92 war dann der große Zusatz mit dem Roxy 3 im Keller. Wo ein Weinkeller dann umgebaut hat als Roxy 3. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Roxy 3. Konnte ich nochmal her noch zeigen und so weiter. Ja, also ich bin ja 89, gab es von mir auch einen Umbruch, da bin ich nach Baden-Württemberg gezogen, 20 Jahre, deswegen habe ich hier überhaupt nichts mehr mitbekommen. Aber Sie sind ich bin Kitzinger, okay. Bin dann wieder zurückgekommen, 2007. Das heißt, damals war es so, wer erfolgreich war, hat auch die besten Filme relativ schnell bekommen? Nein, er konnte es sich aussuchen. Also das okay, heißt, es ist ja so, ich meine, wissen Sie, wenn wir jetzt mal die Basis sehen von 1987, waren hier nur zwei Leinwände. Das heißt, und man kann im Durchschnitt sagen, also nur grob im Durchschnitt, dass jede Woche ungefähr sieben Filme an den Start gehen. Ja? So, man kann sowieso nicht alles spielen. Das geht nicht. Also sucht man sich die Filme aus, wo man glaubt, mit dem könnte ich ein Geschäft machen. Und da hat der Gahler immer ein gutes Händchen. Gutes Händchen, ja. Und weil wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel 1997 Titanic, den Film habe ich 42 Wochen gespielt. Weil ich nur zu ihm gesagt habe, Junge, wir hätten eigentlich das Jahr noch voll machen können und so weiter. Gell? Mhm. Das war schon der Erfolg und so weiter. Oder der ganz große Erfolg für mich hier zum Beispiel, weil ist ja hier meine erste große Station gewesen nach meiner Bundeswehrzeit. Das war 1997 natürlich Dirty Dancing, keine Frage. Ja, klasse, ja. Richtig, ja. Und so, gell, und da hast du, und dafür hast du dann schon ein Händchen und so weiter. Gell? Okay. Du musst die dann haben und das hat der Kater gerade. Und wir haben wenn wir jetzt das Roxy 3 mit dazu rechnen, haben wir vielleicht in der Woche so ungefähr 6 Filme gespielt. War das dann sehr teuer, so einen Film dann 42 Wochen auszuleihen? Nein. Die Filmkopie als solches kostet nichts. Ach so. Also das heißt, du zahlst im Prinzip eine sogenannte Pauschale.
Okay. Wo dann eigentlich alles drin ist, von den Portokosten, wo der Film herkommt, bis das Briefporto im Vorfeld und so weiter, die sogenannten Unkosten. Haben Sie es dann behalten dürfen oder mussten Sie es zurückschicken? Nein. Es ist so, eine Filmkopie ist sehr, sehr teuer. Mhm. Ich kann es Ihnen jetzt überhaupt nicht genau sagen, Preise ändern sich ja immer, aber wenn Sie heute halt 90-minütigen Film haben und so weiter, gell, da glaube ich schon, dass eine Kopie locker seine vielleicht 3.000-4.000 Euro D-Mark damals gekostet hat. Aber genau weiß ich das jetzt nicht, okay, weil das ist jetzt ein Metier, da habe ich mich nicht so richtig damit. Und die konnten Sie dann spielen, so oft Sie wollten? Ich konnte die spielen und abgerechnet wurde dann eigentlich immer prozentuell nach der Kinokarte. Ach so. Das heißt, du hast jetzt, was weiß ich, du hast jetzt 5 Euro für die Karte verlangt und von den 5 Euro bekam ein gewisser Prozentsatz dann der Verleih. Und der Rest, die Differenz war dann für den Kinobetreiber als Brutto. Und davon hat er dann seine Vorführer bezahlt und genau. Stromkosten und Heizung und allem. Und die kamen immer wieder Post? Nee. Nicht? Also gab es Lieferservice? Die Filmkopie selber hat mindestens ein Gewicht von 20 Kilo. Das ist also postmäßig und so weiter, wäre das viel zu teuer gewesen. Das sind extra Spediteure. Das heißt, ich habe einen Spediteur gehabt, der hat einen gewissen Bezirk gehabt. Was weiß ich, Frankfurter Bezirk oder so weiter, also den, wo ich gehabt habe, der hat, da haben wir damals gesagt, so Frankfurter Bezirk und der hat halt dann, was weiß ich, vielleicht ungefähr so 40, 50 Kilos hat er dann abgefahren. Das war dann immer, später sind die Filme dann donnerstags gestartet, das heißt also Mittwochnachts oder Mittwochnachmittag ist er dann schon losgefahren und hat die Kinos dann ausgeliefert. Okay. Und in der Nacht ist er dann nochmal gekommen, der hat immer zwei Tonnen gemacht und hat dann die alten Kopien mitgenommen. Das heißt also, wenn Mittwoch um 20 Uhr der letzte Film vorgeführt war, und der Film ist nicht weitergelaufen in der neuen Spielwoche, sondern er ist rausgeflogen. Da musste ich den natürlich wieder zerlegen, schön auch die kleinen einzelnen Akten und so weiter. Aber nicht zusammenschnipseln? Nein, schnipseln nicht. Nein, ist ja nicht passiert. Also das ist keine Frage. Der Vorteil, wo ich gehabt habe, hier in diesem Haus, dass ich ja, ich würde mal sagen, so 95% lauter neue Kopien bekomme. Also die meisten von Ari aus München und so weiter. Das war ihm nicht langweilig? Nein. Also der Mittwoch war sowieso interessant, weil ich musste dann ja nicht nur die Filme zusammenbauen, was ich teilweise erst Donnerstag in den Vormittag gemacht habe, weil die erste Vorführung war ja erst 14 Uhr oder 15 Uhr, sondern am Mittwoch musste ich ja dann die Reklame machen und so weiter. Ich habe dann die ganzen Plakate gewechselt und drum und dran. Also Mittwoch war dann schon immer der wichtigste Tag eigentlich, wo dann du konzentriert arbeiten musstest und du musstest dann die Werberolle wechseln, was weiß ich. Marlboro kam dann raus und Rewald kommt dann rein und so weiter. Gell? Oder Coca-Cola kam raus und was weiß ich, Ikea kam rein. Also es ist bei den Werbefilmen war es genauso. Das heißt, du hattest dann immer Einschaltanweisung für eine Woche und dann heißt okay, der läuft weiter. Was weiß ich, Coca-Cola bleibt in 7 Wochen drin, nach 7 Wochen fliegt er raus und so weiter. Das ist alles genau. Also Sie hatten auf jeden Fall sehr viel Gelegenheit ins Kino zu gehen und Sie mussten nichts dafür bezahlen, Herr Reif, ne? Ja, sagen wir mal so, ich habe in den 13 Jahren, wo ich hier war, habe ich eigentlich alle Filme, die zur damaligen Zeit wir gespielt haben, habe ich jeden gesehen. Und nach 42 Wochen konnten Sie vermutlich den Text auswendig aufsagen, ne? Nein, also es ist so, du musst als Vorführer ja nette Filme anschauen. Okay. Nein, also das heißt, entscheidend ist, dass du im Prinzip immer den Start siehst. Also das heißt also, als damals dann die sogenannte Telleranlage gekommen ist, habe ich dann auf einer Maschine sozusagen die Werberolle. Ach so, das ist eine Telleranlage. Ja, es ist so. Also das ist jetzt zum Beispiel das, was seit 1976 existiert. Mhm. Das heißt, da kannst du auf jeden Teller kannst du dann den Film komplett zusammenkleben und an einem Stück spülen, also ohne Überblendung. Okay, genau. Ich sehe das in Spulen, das heißt, von da aus ist er dann abgewickelt. Genau, das heißt, ich gehe hier rüber, hier zum Beispiel rüber und das ist ein Umspulwerk. Also diese Rollen existieren nach wie vor und da habe ich auch noch nichts gemacht. Das ist jetzt alles eine Konstruktion von mir. Also das ist auch alles. Da ist sogar eine Infusion oben. Ja, Infusion kann man sagen. Nee, es ist ein sogenanntes Reinigungsgerät. Das heißt also, wenn ich manchmal ältere Filme bekommen habe, die in sehr schlechtem Zustand sind, dann hat sich das ja aufs Bild niedergelassen, weil das Bild war ja nach wie vor analog. Mhm. Ja, also das heißt, den digitalen Ton, das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, den hatte man dann seit 1993, den hatte man, aber das Bild war nach wie vor analog und wenn jetzt die Kopie in schlechtem Zustand war, sehr dreckig und so weiter, dann habe ich mal den reinigungsmäßig dann flüssig gemacht und dann war der wieder okay. Also ich sehe, dass auch Roxy 4 war geplant, ne?
Eins, zwei, drei, vier. Nein, das ist das, im Normalfall hat diese Anlage, die sogenannte Telleranlage, eigentlich drei Teller, wo normalerweise auch reichen und so weiter, gell? Und aber ich, wir haben halt doch mehrere Filme immer pro Woche gespielt und da habe ich mich natürlich dann mit vier Tellern habe ich mir natürlich etwas leichter getan. Das heißt, da war also der Film als solches blank drauf gelegen, ne? Nee, also, oder war der auf der Spule? Nein, also ich habe das Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel das Pendant zu dieser Telleranlage. Das heißt, ist der sogenannte Umspultisch, wo ich dann die einzelnen. Der Film war jetzt nicht so breit wie der Teller, sondern. Das heißt, der Film selber, ich hab leider zum Anschauungsunterricht habe ich leider keinen. Weil man denkt jetzt, sie haben sozusagen, der Film ging bis zum Tellerrand. Also das ist zum Beispiel jetzt der sogenannte Ring, auf dem ich den Film aufspule. Also der ist jetzt hier. Ach so, das ist praktisch das. Ja, alles klar. Wieder fixiert. So, und der Teller dreht sich und dann kann ich den Film draufspielen. Und aber auch bei Ruhe kamen sie nicht bis an den Außenrand. Ja, genau. Echt? Doch. Also ich kann auf dem Teller kann ich spielen 4 Stunden und 20 Minuten. Und dann sind sie bis am Rand? Bis zum Ende. Also nicht ganz zum Rand und so weiter. Gell? Okay, also dann doch so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, also ungefähr so bis hier drin und so weiter. Okay. Normalerweise kann ich eigentlich bis zum Rand gehen. Ich muss dann bloß das Ende dann ankleben, sonst fällt er am Ende runter. Aber das sind so kleine Sachen, die man dann... Prinzip dann lernt in der Zeit. Das ist ein Beamer. Das ist jetzt mein Ersatzbeamer, weil nicht, dass jetzt irgendwas passiert und so weiter. Ja, den habe ich jetzt mitgebracht. Wie viel Ansilumen hatten der? Weil ich weiß, die waren sehr teuer. Damals 2100, da hat man ja 20.000 Mark bezahlt. Das sieht man noch mehr aus. Nee. Also sagen wir mal so, ich kannte jetzt in einem Moment die Ansilumen nicht auswendig, so meine ganze Erinnerung. Aber den Panasonic habe ich jetzt seit 5 Jahren und der haut mir ein wahnsinnig gutes Bild raus, sogar auf eine Entfernung von 33 Meter. Gut, der scheint dann schon richtig Power zu haben. Ne? Ja, aber das war auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der hat mir damals, ich weiß gar nicht, ich glaube 1600 Euro gekostet und so weiter. Okay, also, war schon, also die Zeit mit 10.000 Euro ist ja lang vorbei. Das ist wie damals, als die 16:9 Fernseher rausgekommen ist, wo dann einer 10.000 Euro gekostet hat, die Zeiten sind also 97 hat man noch 20.000 Mark. Ja. Das wäre ein guter Bezahl. Nee, also Haken, haben viel gelernt. Ich bedanke mich. Jetzt gucken wir mal Kino Roxy 3 an. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, klar. Also ich gehe voraus. Vielen Dank. Vielleicht war ich aber auch schon. Das ist alles von mir. Das ist alles von meinen Anschluss. Vielleicht. Hier, weil da steht Roxy 3. Weil wir mussten ja damals eine Entscheidung treffen und dann sagen, wie macht man die Einlass? Da braucht man Einlass. Hier ist der Haupteingang von Kino 1, weil wir da ja einen Rang haben. Ja, da Kino 2 und Kino 3, das ist dann, entweder gehen wir von hier oder von hier. Ja. Dann haben wir gesagt, wir machen es also hier. Also vielleicht war ich auch schon einmal drin, aber viel Platz hast du gehabt und so weiter. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, jetzt warte mal kurz, bevor du mich anfangen. Mal schauen, wie es Licht findet. Ja, Herr Haken, die ganze Welt schaut zu. So, jetzt mal schauen. Jetzt wird Licht. Ah, ich kann nicht. Und viele Sachen kann ich gar nicht mehr erinnern. So, jetzt schauen wir mal wieder. Kommt langsam. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an das Kino jetzt nicht daran erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist so, es war früher, Sie sehen am Gewölbe, das heißt, es war früher so wie in ganz Kitzingen und im Kitzinger Land in Unterfranken halt ein Weinkeller und so weiter, gell? Und der war bis zu der untersten Teil, was er dann und so weiter. Wir haben dann im Prinzip haben wir irgendwo, war mal eine Treppe, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die war, das ist ja so lange her. Ja, und dann ist halt einfach die Idee gekommen, machen wir ein drittes Kino. Ja. Mhm. Und die Technikerhaken, die wir jetzt hier sehen, sind das auch wieder die gleichen oder sind neuere Geräte? Wir können mal da reingehen. Nee, im Prinzip ist die gleiche Maschine. Ich wollte damals eigentlich eine. Aber das Fenster Maschine ist schon größer als. Ja, klar. Nee. Also das Fenster, wo Sie jetzt im Vorführraum 2 gesehen haben, die kleinen Fenster, die ist gegenüber. Okay. Also das heißt, die Art von Fenster, so wie Sie hier sind,
das ist das, was jetzt heute Standard ist. Mhm. Weil selbst, weil wenn ich, wenn mir jetzt, wenn die, wenn es wirklich so ist, dass ein Digitalprojektor kommt, dann muss das Kino 2, was die Fenster betrifft, sowieso umgebaut werden, mhm. weil weil ein Digitalprojektor hat ungefähr so einen Durchmesser vom Objektiv. Also da ist ganz. Da vorne sehe ich jetzt erst einmal das Objektiv. Ja, also das heißt, mhm. hier habe ich im Prinzip jetzt einen sogenannten Revolver, mit dem ich jetzt hier zum Beispiel die Objektive jetzt wechseln kann. Mhm. Das heißt, die Basis, das längere Objektiv, was Sie jetzt hier sehen, das ist das sogenannte Cinemascope-Objektiv. Das heißt also, das Großbild, was man auch heute noch hat und so weiter. Gell? Und das andere ist das sogenannte Flat- oder Widescreen-Objektiv, mit dem man jetzt die normalen Filme dreht, die nicht anamorphisch produziert worden sind. Ja. Oder dann die ganze Werbung und so weiter. Mhm. Da ist wieder ein Schild von 99. Ja, das ist alles. Das ist alles von mir. Also vielen Dank, Herr Haber. Das geht jetzt um die ganze Welt. Ja, aber machen Sie das jetzt bildmäßig auch? Nee, ich mache das nur filmmäßig. Ich habe das auch so gemacht wie Sie. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, mache es aber erst seit 48 Wochen. Ja, das heißt, Sie sind 48 ich Wochen? Ich bin auch beruflicher Radiomoderator, ja. Ja, weil irgendwas war mit Moderator, hat die Frage gesagt. Ja, ich sage halt, ja. wir haben zwar jetzt dann bald ein Internetradio, also ich habe dem Ganzen schon ein bisschen vorgegriffen. Ne? Mhm. Im Moment filme ich eigentlich nur mit Videos über Facebook und YouTube. Aber nachdem ein Radio geplant ist, nennen wir uns halt Radio Etwashausen. Okay. Ja, das heißt, ja, und wo wird das dann gezeigt, wenn ich frage? Einmal auf Facebook und zum anderen auf YouTube. Okay. Ja? Und die ganze Welt schaut zu. Also wir haben jetzt viele Amerikaner, die auch hier in Kitzingen waren, die sich natürlich freuen, Informationen mal aus dem Filmvorführraum zu kriegen vom Herrn Hagen. Ne? Ja, sagen wir mal so, als ich angefangen habe, waren ja die Amis da und da war natürlich dann schon ein reges Interesse da und so weiter und die waren ja regelmäßig da und so weiter. Gell? Also das, das Roxy selber war schon eine Institution, da gibt es gar nichts und es waren ja viele, die waren dann damals enttäuscht waren und so weiter. Gell? Ja. Und das Schlimme war halt, dass mein erster Nachfolger, als ich gegangen bin, hat er das Kino eigentlich im Prinzip zerstört. Okay. Er hat dann im Prinzip die Xenokolben, also das Licht, wo den Film die Helligkeit auf die Leinwand bringt, brauchst du ja eine gewisse Anzahl, also in dem entweder 2000 Watt oder 2 kW oder 3 kW oder 4 kW, je nachdem, wie groß das die Leinwand ist, wie weit das die Entfernung zum Projektor ist und so weiter. Ja, und den musst du halt regelmäßig wechseln und so weiter. Gell? Und du kannst. Sind nicht billig vermutlich. Ne? Erstens sind die teuer und zweitens kannst du dann mit dem dunklen Bild den Leuten das Geld abknüpfen, dass die Leute dann rausgehen und sauer sind und so weiter, weil sie einen dunklen Film auf der Leinwand sehen, das geht. Also wir dokumentieren auch Zeitgeschichte. Das heißt, in 100 Jahren erhalten wird der Film dann angeschaut und die fragen sich, was waren das für zwei? Aber sie werden das schneiden wahrscheinlich. Sie schneiden das schon. Was soll ich denn rausschneiden? Ich weiß nicht ganz. Das mit dem schwarzen Kopfbandträger, das haben sie doch nicht drin lassen. Ich habe damals schon gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich den Krebs überlebt habe und so weiter. Gell? Ich muss jetzt mit dem Bauch leben. Das war auch eine Kinderreaktion aus dieser Operation war. Und das Leben ist dann auch ein anderes und meistens sogar schöner. Ich kann arbeiten und ich bin nochmal wieder hier. Also wir sind zufrieden. Und wir bedanken uns recht herzlich. Kein Problem, hat mich auch gefreut. Uns vor allen Dingen. Ja, alles klar. Und die ganze Welt freut sich auch. Echt herzlichen Dank. Also ich danke auch. Okay, gut.